Zurück in Horizon Zero Dawn mit Aloy auf dem Weg zum nächsten Jagdgebiet und mal schauen, was uns dort erwartet. Die letzten Jagdgebiete wurden ja immer ein bisschen kritischer. Das hier ist ja rein theoretisch schon deutlich früher erreichbar als das letzte, auch wenn man nur den normalen Verlauf folgt. Von daher hoffe ich auf eine etwas leichtere Aufgabe hier als beim letzten Mal gegen die Pirsche und Co. Da haben wir es ja gerade so geschafft. Und ja, wäre sehr schön, wenn wir hier jetzt relativ fix die Glutsonnen bekommen könnten, aber voraussehen kann man das, denke ich mal, nicht so leicht. Also wird so oder so nicht einfach. Bislang war noch kein einziges Jagdgebiet so wirklich richtig easy. Aber vielleicht haben wir, wie gesagt, Glück. Vielleicht haben wir Glück. Was bist du? Kennen wir dich schon? Weil du glitzerst so komisch. Oh shit, du bist so ein Sturmvogel. Von dem haben wir schon gehört. Die sollen besonders hart sein. Bitte ignorier uns. Leute, Hilfe! Hallo! Erstmal sprechen. Sonne. Bist du Nora? Ja. Ich habe noch nie welche im Jagdgebiet gesehen. Tja. Oder in der Jägerloge. Wie interessant. Ja. Was machst du denn hier? Hier kämpft man bei den Ausdauerprüfungen gegen eine Herde von Maschinen. Glaubst du, du schaffst das? Ich weiß es sogar. Hervorragend. Tolle Einstellung. Ausdauerprüfung? Du bist wirklich freundlich. Tja, weißt du, man fühlt sich doch recht schnell einsam in der Wildnis. Ganz schrecklich einsam sogar. Was ist denn mit deinem Freund da? Oh, der zählt nicht. Der macht kaum mal den Mund auf und wenn er es doch macht, kommt nichts Interessantes raus. Die Händler im Spiel mal über sich selber lustig machen, auch gut. Wer bist du? Warum bist du hier? Tja, ich bin ein Jäger natürlich und ein Mitglied der Jägerloge. Doch ich bin ganz gern hier draußen. Hier beschwert sich keiner über meine Kluft, meine Manieren, meine Persönlichkeit. Lass ihn nicht rein, er nervt mit seinem unaufhörlichen Geplapper. Oder er stinkt wieder nach Fisch. So in der Art. Ich mag ihn. Ich stink nicht nach Fisch, oder? Nein, eher nach nassem Fell. Na, das ist gut. Ja, zumindest besser. Was sind die Prüfungen? Die Jägerloge sorgt überall bei den Prüfungen. Das wissen wir. Hier geht es um das... Hier gibt es also nur Training? Und eine Herdemaschine? Ja, das wissen wir schon. Wir wissen noch, was die Jägerloge ist. Wir waren schon da, also los geht's. Welche möchtest du? Ich werde sie dir dann erklären. Ah, Schnelligkeitsprüfung. Das hört sich aber nicht wirklich viel, hört sich zumindest nicht wirklich wie Ausdauer an. Fesselprüfung. Oh, da brauchen wir, glaube ich, diese Seildings, was wir noch gar nicht haben. Teilezusammentriebprüfung hört sich auch komisch an. Auf drei Anhöhen sind Kadaver von Wächtern. Plündere sie vor Ablauf der Zeit. Und du bestehst. Es klingt einfach, aber nimm dich in Acht vor den anderen Maschinen dort. Wir sollten genug Leben haben, um da durchzurushen, denke ich mal. Bist du bereit? Gut. Wähle ein Seil und dann läuft die Zeit. Auf drei Anhöhen. Zwar keine Anhöhe, aber okay. Dann go, go, go. Kein wirklich sauberer Start, aber okay. Hey. Hat er uns jetzt ernsthaft nicht gesehen? Will er uns verarschen? Hat er uns ernsthaft nicht gesehen? Wir sind genau vor dem rumgelaufen, aber gut. Wie komme ich da hoch? Da komme ich hoch. Einer Minute 30. Hey, Buddy. Ja, das werden wir schaffen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ausdauerprüfung in dem Sinne wahrscheinlich einfach nur, damit man genug Leben hat, um das sprintmäßig hinzubekommen. Aber die war geschenkt. Oh Gott. Und jetzt haben wir wieder das übliche Problem, wir haben kein Leben mehr.
Hilfe! So, so, so. Wir haben dummerweise keine Lebensregenerationsdinger mehr. Das ist sehr unpraktisch, aber gut, hier bitte sehr. Eine Glutsonne schon beim ersten Versuch? Herzlichen Glückwunsch. Ja, die war ja auch geschenkt. Teile zusammen, Treibprüfung. Musst du einen Trampler festbinden und eins seiner Teile abschießen. Doch du brauchst die richtige Waffe. Zum Abschießen habe ich die richtige Waffe. Aber wohl leider nicht zum Festbinden. Hierbei geht es um Grauhaarlichten. Aber du brauchst einen Seilwerfer und auch Munition dafür. Okay. Ich sollte jetzt los. Bis zur nächsten Jagd. Wir brauchen einen Seilwerfer. Gib mal einen, mein Freund. Ausrüsten für die Schleuder. Oh, wir haben sogar noch mehr Leben. Wenn ich mich bei diesen Prüfungen beweisen will, sollte ich es... Ja, du, ich habe noch gar keine angenommen. Ich wollte auch nur wissen, wie die funktioniert. Bei dieser Prüfung. Gut. Nur einen Trampler? Binde den Trampler mit Hilfe des Seilwerfers fest. Ein Trampler hört sich eigentlich ganz easy an. Weißt du, was darf man nicht sagen? Zerstöre die Prozessoreinheit. Einheit war. Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, was die Prozessoreinheit ist, verdammt. Ganz kurz scannen. Prozessoreinheit. Ist doch das da unten? Die hat dich doch eben zerstört, oder nicht? Wie, Prüfung fehlgeschlagen? Nicht genug Maschinen übrig? Ich habe doch die Prozessoreinheit zerstört. Verstehe ich nicht. Okay, wisst ihr was? Ihr könnt mich, glaube ich, töten. Also sind halt lustigerweise sogar noch zwei Trampler übrig gewesen. Das heißt, es war definitiv die Prozessoreinheit, die wir zerstört haben. Ich wollte jetzt sterben. Aber wir sollten die Prozessoreinheit zerstören und ich habe die Prozessoreinheit zerstört, weil sonst wäre sie ja nicht mehr übrig, ne? Aber hat irgendwie so nicht geklappt. Keine Ahnung warum. Wo sieht die mit dem Nahkampf zerstören? Steht da nicht dabei. Da steht nur, ich soll sie zerstören. Das war wohl nichts. Na los, versuch's nochmal. Ja, ich würde gern wissen, wie es funktioniert. Bei dieser Prüfung musst du einen Trampler fangen und das Teil unter seinem Bauch. Habe ich getan. Ich habe es abgeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Abgeschossen. Bist du bereit? Gut. Wähl ein Seil und dann läuft die Zeit. Es ist sogar explodiert, mein Freund. Das nenne ich abgeschlossen. Abgeschossen. Was soll ich sonst abgeschossen nennen? Außer auf es schießen, bis es kaputt geht.
Nein, jetzt fall runter, so. Halt still! Dann schieße ich es jetzt halt damit ab. So perfekt. Ich habe sie mich jetzt nicht zerstört, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes abgeschossen. Es ist kaputt gegangen! Ja, geil! Und jetzt? Da hinten ist noch ein Trampler, aber den schaffe ich nicht mehr in der Zeit. Maschinen übrig. Töte mich bitte. Danke. Hä? Es hat doch beim ersten funktioniert. Warum hat es denn beim zweiten, beim dritten nicht mehr funktioniert? Ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung, wieso es nicht funktioniert. Ist unsere Waffe zu stark oder was? Das Ding ist ja wirklich nur dafür da, um Teile abzusprengen. Das macht ja noch nicht mal Schaden. Das sprengt ja wirklich nur Teile ab. Und genau das müssen wir tun. Was, ich habe kein Reinholz mehr? Willst du mich verarschen? Ich hatte doch neulich erst 200 Stück. Ich hatte doch gerade erst 200 Reinholz. Oder hat dieser Seilwerfer so viele gekostet? What the... Hast du zufälligerweise... Nein, aber du hast immerhin Draht. Davon brauchen wir auch eine Menge. Holzpaket. Ein Paket mit 200 Reinholz. Ja, vielen Dank. So, jetzt haben wir 400 Stück. Das sollte jetzt ja wohl genügen, um wieder Pfeile herzustellen. Ich verstehe nicht so ganz, was ich falsch mache. Es hat doch beim ersten funktioniert. Du hast es zwar nicht geschafft, aber es war aufregend. Dann lass uns erstmal die Fesselprüfung machen. Jetzt ist deine Chance zu zeigen, dass du Grauhabichte fangen kannst. Lock sie zu dir. Und binde sie dann fest, um den Test zu bestehen. Okay. Gut. Klingt auf jeden Fall auf Anhieb einfacher. Dafür müssen sie halt einfach nur nah genug ran. Besiege sie mit kritischem Schlag. Ich war doch gerade da. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Junge, ey. Das ist die schlimmste Prüfung aller Zeiten. Bei der einen mache ich genau das, was ich machen soll und dann steht er plötzlich fehlgeschlagen. Bei der anderen... Die ist einfach nur kacke und dreckig. Oh Gott, ist das eine schlimme Prüfung, ey. Dann bin ich froh, wenn ich diese Drecksjagdgebiete hier abgeschlossen habe. Die sind ja wirklich teilweise nur eine Qual. Die erstmal auf dich aufmerksam zu machen, ist schon schlimm genug. Hier. Komm jetzt her.
Kritischer Schlag! Wie? Kritischer Schlag! Komm schnell, komm schon! Yes! Weg hier, ey. So, ich musste sie nicht mit kritischen Schlägen besiegen. Das ist nämlich die blöde Mitteilung, da ist schon wieder falsch. Greife sie mit kritischen Schlägen an, wäre die richtige Anweisung gewesen. Die deutsche Übersetzung ist nämlich einfach kacke. Wahrscheinlich ist es bei dem Abschießen genau dasselbe, oder? Eine Glutsonne schon beim ersten Versuch? Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Wahrscheinlich abtrennen ist wahrscheinlich besser als abschießen. Ja, ich verstehe schon, wie es funktionieren soll. Es klappt nur einfach nicht. So. Binde den Trampler mit Hilfe des Seilwerfers fest. Und nachdem ich ihn mit Hilfe des Seilwerfers festgebunden habe, soll ich die Prozessoreinheit zerstören. Steht da sogar, zerstöre die Prozessoreinheit. Habe ich mehrfach getan, hat nicht funktioniert. Nicht schon wieder. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal festgebunden. Jetzt kippt's um. Ich zerstöre jetzt die Prozessoreinheit, ja? Und schon ist sie nicht mehr festgebunden. Ich habe sie zerstört. Es steht 0 von 2. Da steht wirklich 1 zu 1. Zerstöre die Prozessoreinheit. Ich habe sie zerstört und da steht Mission fehlgeschlagen. Du hast die Prozessoreinheit zerstört. Ja, habe ich getan, weil es da steht. Beschissene deutsche Übersetzung einfach. Also er sagt ja, wir sollen es abtrennen. Da steht aber ganz klar, ich soll es zerstören. Ich habe es jetzt nochmal ausgetestet. Zerstören funktioniert nicht. Abtrennen hat bei uns bislang in 5 Fällen, 5-mal habe ich exakt dasselbe gemacht. Einmal hat es funktioniert. Keine Ahnung, warum es das eine Mal funktioniert hat und die restlichen Male nicht. Im Grunde genommen ist es aber auf jeden Fall wirklich einfach dämlich gemacht, diese bescheuerte Quest. Wir müssen einfach Glück haben, dass es abgetrennt wird und nicht vorher kaputt geht. Bleib stehen, du Dulli. Was wird nachgeben? So, 1 von 2, wunderbar. Das ging sehr schnell. 1, 2, 3, 4. Und 5. Okay, hat wunderbar geklappt. Ich darf mit den Abtrennungspfeilen nicht direkt auf die Prozessoreinheit schießen, sondern ein ganz kleines Stück darüber. Dann fällt sie ab. Aber wie gesagt, die Angabe ist völlig falsch. Zerstöre die Prozessoreinheit ist das Dümmste, was passieren kann. Und er selber sagt, abschießen. Wenn er sagt, schieße die Prozessoreinheit ab und in der Missionsbeschreibung steht, zerstöre die Prozessoreinheit, dann gehe ich davon aus, dass ich sie kaputt schießen soll. Funktioniert aber nicht. Ich soll sie abschießen, also abtrennen. Dann ist eine von beiden Missionsbeschreibungen definitiv falsch, nämlich die zerstöre, und die andere ist nur halb richtig. Das war wunderbar anzusehen. Das ist deine verdiente Glutsonne. Nerviger Vollidiot. Weg. Ich sollte jetzt los. Bis zur nächsten. Ja. Vorletzte von diesem Kack abgeschlossen. Jetzt holen wir uns die Metallblume da und uns dann die Metallblume und können uns dann den Typen da holen. Und dann haben wir den Part ja auch erfolgreich noch irgendwie abgeschlossen. Wenn man das noch irgendwie erfolgreich nennen kann.
Ich bin gerade ein bisschen genervt, weil mich das Spiel einfach verarscht hat. So. Hast du jetzt davon, Spiel? Auf zur Metallgrube. Meter in die Richtung, aber die ist unfassbar tief. Ist da so ein Graben oder wie? Ja, mit Sicherheit. Da wird ein bisschen Bach. Und die Brücke hier führt, das ist wahrscheinlich eine Brücke. Die führt wahrscheinlich genau darüber hinweg, wo wir hin müssen. Das Problem ist, das ist ja immer nur ein Gebiet. Das heißt, rein theoretisch kann die Metallblume auch oben sein. Deshalb gehe ich jetzt nicht direkt nach unten. Und eine hiervon. Na, Jungs. Ich speichere auf jeden Fall mal zwischen. Bitte lass keine Sidequest haben. Okay, vielen Dank. Ah, hier geht es sogar runter. Das ist praktisch. Hier geht es sogar stufenweise runter. Das ist noch viel praktischer. So, sehe ich eine Metallblume? Das ist ein Wächter. Das ist immer noch ein Wächter. Das ist eine Metallblume. Wunderbar. Das ging zum Glück schön schnell. Du bist eine Rettung. Damit haben wir dieses Set an Metallblumen hier auch komplett abgeschlossen. Und gehen wir noch zu der. Ich will das noch auf eine Antwort warten. Allerdings ist unpraktischerweise da vorne noch ein Dorf. Und durch das werde ich mal kurz durchlaufen, weil rein theoretisch könnte das natürlich Sidequests offenbaren. Es nennt sich Ödlicht. Ist auch toll. Na, wo wohnst du hier? Ich wohne in Ödlicht. Ist gleich so ein, das ist doch so ein Depri-Dorf, oder nicht, wenn du in Ödlicht wohnst. Wenn die Sonne scheint, muss ich einfach lächeln. Yep. Das würde ich genauso in Ödlicht sagen. Da gibt es hier Sidequests glücklicherweise nicht. Denn wir haben mehr als genug offene Quests noch. Also gehen wir stattdessen einfach direkt weiter. Und jetzt zieht es da hinten. Ich habe allerdings Angst, dass es oben und nicht unten ist. Wir werden es gleich herausfinden. Wir sind nämlich so gut wie da. Sehe ich irgendwo schon mal ein Blumendreieck auf dem Boden? Dann wissen wir schon mal, dass wir da hin müssen. Ich sehe keine. Oh. Ein Dreieck. Sehr schön. Das war ja mal wieder geschenkt. Ach du Scheiße. Ja, da ist wohl der Donnerkiefer. Und dem haben wir ja schon mal gehört. An dem sind wir auch schon mal vorbeigelaufen. Scheint die bislang stärkste Kreatur des Spiels zu sein. Zu der wollen wir aber auch gar nicht hin, denn unser Ziel ist der letzte Langhals des normalen Spiels. Natürlich gibt es noch einen im Add-on. Bist du ein... Was bist du für ein Viech? Du bist leider zu weit weg. Es könnte der sein, der uns noch fehlt, aber es könnte auch genauso gut ein Sägezahn sein und den haben wir schon. Donnerkiefer wirkt so, als wenn er der die stärkste Kreatur des Hauptspiels wäre, aber vielleicht gibt es noch eine heftigere. Ich kann mir vorstellen, dass in der Story auch noch ein richtig heftiger mechanischer Endboss warten wird. Allerdings ist da hinten auf jeden Fall der letzte Langhals des regulären Spiels.
Wie gesagt, in DLC gibt es natürlich auch noch einen. Was ist aber aus dem Hauptspiel ist das der letzte. Überall Schnappmäuler. Sollten wir uns das mal anschauen? Zigtausend tote Schnappmäuler. Aber keine Quest oder sonstiges zu sehen. Vielleicht führt es uns später eine andere Quest nochmal hierher. Weil den Ort hier, den haben die nicht aus Spaß erstellt. Guck mal, da sind 5 Milliarden Pfeile drin. Nimm die einfach mit. Nein, die müssen jetzt natürlich selber basteln. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Stelle hier. Die wird sicherlich später nochmal wichtig werden. Jetzt zählt allerdings nur eins. Und das ist der. Verlassenes Lager. Zigtausend tote Schnappmäuler. Ich bin gespannt, was hier noch kommt. Ich höre ihn schon. Die letzten waren... Oh. Das war... Instant-Sandsturm, nenne ich das mal. Das Signal muss ganz nah sein. Die letzten Langhälse wirkten schneller, also wirkten einfacher, als sie im Endeffekt waren. Die Sache ist nur, ich muss hier irgendwo hoch. Da oben kann ich definitiv auf ihn draufspringen, wenn er denn hier überhaupt langläuft. Ich glaube nicht, weil... Ich muss irgendwie zum Kopf des Langhalses hinaufklettern. Oh shit, hier sind Verderber. Oh shit, hier sind... Die Mörder. Was machen die hier? Ist hier jemand? Mörder. Okay, dass wir jetzt mit dem letzten Langhals so solche Probleme bekommen könnten, damit habe ich nicht gerechnet. War hier nicht so? Wunderbar. Shit, jetzt kommt der gerade. Er ist gerade an uns vorbei. Ich hätte auf ihn drauf springen können wahrscheinlich. Okay, ich muss versuchen, da vorne hochzukommen. Ich muss den Sturm überstehen. Das ist irgendwie ins erhöhte Gebiet. Zwei Schockpfeile erhalten, das ist ganz schön. Und von hier aus können wir nämlich drauf springen, das heißt, wir warten einfach, bis er wiederkommt. So einen riesigen Weg läuft er ja nicht. Ich glaube, der Verderber hier, der würde unsere größten Probleme machen. Aber wir haben hier einfach mal alle 4, die uns hier sehen konnten, aus dem Weg geräumt. Und was die restlichen Leute hier machen, das kann uns eigentlich völlig egal sein. Was? Was ist denn das schon wieder? Also ich sag mal, rein klimatechnisch ist dieser Ort hier sowas von am Arsch. Wir kommen vom Schneegebiet relativ schnell in eine Savannen-Wüstengegend, wo es mega heiß sein soll. Von da aus kommen wir zum tropischen Dschungel. Ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Und da kommt man dann mega schnell direkt wieder... Ich meine, hier ist noch Wüste, alles vertrocknet und Co. Und 5 Meter weiter ist eine absolute Schneegegend. Ich find's ein bisschen komisch, was die... Naja, sag ich, bei Klimaverhältnissen hier anbelangt. Aber okay, die Welt ist voll am Sack. Wahrscheinlich hat auch der Klimawandel hier ordentlich zugesetzt. Der ganzen Welt nochmal zusätzlich. Okay, jetzt hoch auf seinen Kopf. Also die Mörder können uns völlig egal sein. Wir wollen nur den Langhals. Und dass die den bewacht haben, ist uns somit auch erstmal völlig egal. Denn hier oben sieht uns keiner.
Und naja, überbrücken wir den Guten einfach mal. Ist das da vorne schon wieder so ein Donnerkiefer? Sind sogar zwei, oder? Ich bin mittlerweile relativ sicher, dass wir hier definitiv im finalen Gebiet sind. Aber das alles offenbart sich uns nun. Alle Langhälse überbrückt. Ja, danke, aber ich habe gerade ein Problem. Und wegen Glutsonnen. Da! Oh Gott, das sehe ich jetzt erst. Okay, das ist dann aber auch sehr... Tatsächlich ist das auch das einzige Gebiet, was noch vernebelt ist. Also hier soll man definitiv nicht sehen, was da ist in der Ausgrabungsstätte. Einzige Gebiet, über das noch so ein bisschen Nebel ist. Zwar nur ganz, ganz wenig, aber ein bisschen immerhin. Das wird wohl nochmal relativ interessant. Aber insgesamt gibt es in dieser Gegend fast nichts. Hier gibt es eine Metallblume, zwei Metallblumen, eine verdorbene Zone, eine Bannungfigur, drei Metallblumen und ein Panorama. Mehr gibt es hier oben nicht. Das heißt, wir schnappen uns als nächstes einfach diese Metallblume hier, gehen zu dem Dörfchen, schnappen uns die Metallblume und die Metallblume und machen uns dann auf die großen Wege dahin und dahin. Dahin und dahin. Wir brauchen noch einen Verwüster, das heißt, wir können einen übernehmen und den anderen vernichten, gucken, ob wir diese verdorbene Zone hier schaffen. Und wie gesagt, dann arbeiten wir uns hier oben rum zurück und haben dann die komplette Map abgeschafft und müssen dann nur noch Sidequests und Hauptquests machen. Wobei die meisten Sidequests hier auch enden. Also wir sind relativ weit, würde ich mal behaupten, dadurch, dass hier im letzten Gebiet fast nichts ist. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß, schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.